Jojojo, Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Daily Shop. Ihr wisst es ja, der Serie, in der ich euch jeden Morgen den neuen Shop in Fortnite vorstelle. So natürlich auch heute. Die Lobby hat sich auch geupdatet. Also der Hintergrund, meine ich. Und heute diesen neuen Wasserschlachtmodus drin. Und die Icons haben sich geupdatet. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ist mir vorhin nicht aufgefallen. Auf jeden Fall, ja, ist das heute die Modi-Auswahl. Und dann kommen wir zum heutigen Fortnite Shop, wo sich wieder beide Seiten geupdatet haben. Wir haben so ein Eiskin, passt irgendwie gar nicht jetzt zum Sommerthema. Aber ich glaube, es soll jetzt jeden Tag was Neues kommen zu dieser 14 Days of Summer, genau, 14 Tage Sommer. Heute haben wir auf jeden Fall einen neuen Emote drin und eine neue Lackierung. Wir gehen ganz schnell die linke Seite durch. Ich zeige es euch nur alles ganz kurz. Einmal der Schneeschnitt. Warte, hieß der wirklich Schneeschnitt? Ja, er hieß so, bevor ich das falsch ausspreche. Ich kann doch nicht reden, falsch ausspreche. Dann der Schneefuß, so ein ja, Schneeskin. Den Backpack finde ich eigentlich ganz cool. Die passende weibliche Variante, wo ich auch das, dieses Schwert ganz cool finde. Als letztes haben wir noch die umgekehrte Klinge. Ja, Sound ist ganz cool. Dann, wie gestern, neu den Sommerdrift, haben sich auch viele Leute darüber aufgeregt, dass der als Extraskin kommt und nicht als Style. Oder beziehungsweise es ist halt für die Leute, die den normalen Drift haben, dass es da keine Sondersache oder kein Special gibt. Dann haben wir noch die Drift-Lackierung drin. Die Drift-Wolf-Lackierung gestern neu. Und dazu noch die Hacken, die Zwillingsklingen. Finde ich mega cool. Und als ist es noch den Drift-Stream. Auch den kann ich auf jeden Fall empfehlen. So, jo, dann war es schon alles zur linken Seite. Jetzt kommen wir zur rechten Seite. Wie immer, lasst natürlich auch gerne einen Daumen nach oben da. Mal schauen, ob ihr heute dann die 5300 Daumen nach oben knackt. Und dann fangen wir jetzt an mit dem Brutzelmeister. Ein neuer Emote. By the way, gestern gab es ja diesen einen Gitarrenschritt-Emote und ich hatte mir den auch gekauft. Also ich hatte gemerkt, dass ich den noch nicht geholt hatte. Ich hatte den letztes Mal, glaube ich, vergessen. Das war der erste Emote, den ich vergessen hatte. Und ich habe halt sehr darauf gehofft, dass der jetzt zurückkommt, weil ich will ja unbedingt dieses Video machen, wo ich euch alle Emotes zeige. Deswegen habe ich mir den gestern dann noch schnell gekauft. Auf jeden Fall haben wir einen neuen Emote drin, und zwar den Brutzelmeister. Den schauen wir uns direkt mal an. Oh, warte, dafür rüste ich schnell einen anderen Skin aus. Irgendwas Sommerliches. Hier, den hier nehmen wir einfach mal. So, let's go. Okay. Er macht einen Burger. Was zur Hölle? Gibt dem Buletten extra Geschmack. Wirklich. Ja. Ist ganz lustig. Die Musik ist jetzt nicht so krass. Ja, ist okay, würde ich sagen. Ist okay. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie viel von 1 bis 10 Punkten ihr diesem Emote geben würdet. Ich gebe dem Emote 6 Punkte. 6 Punkte von 10 gebe ich dem. Dann haben wir als nächstes direkt die neue Lackierung. Und zwar die Hypermelone für 300 V-Bucks. Klicken wir direkt mal an. Okay, ist keine Animation drauf, aber schaut eigentlich gar nicht schlecht aus. Boah, ich glaube, ich werde sie mir nicht kaufen. Aber schlecht sieht sie auf jeden Fall nicht aus. Nichts, was ich euch jetzt krass empfehlen würde. Den Emote hole ich mir, wie gesagt, aber... Oh, aber es passt halt richtig gut, dass der Grillgeneral drin ist, sehe ich gerade. Zum... Oh, den hätte ich auswählen müssen, ne, Leute? Den hätte ich ja auswählen müssen. Der Grillgeneral für 800 V-Bucks. Passt auf jeden Fall dann halt zum neuen Brutzelmeister dazu. In der Kombo auf jeden Fall nice. Dann haben wir noch die Eiszapfenacke. Passt irgendwie gar nicht, ne? Sommer beginnt und erstmal hier die Schnee- und Eissachen sind drin. Alter, ich kann heute nicht reden. Auf jeden Fall haben wir dann noch die Sturmtrooperin, schön Basic-Skin und als letztes noch den Zusammenreißer. Ein ziemlicher Kacki-Mode würde ich mir eher nicht holen. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Fortnite Shop. Heute irgendwie alles drunter und drüber. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Falls ihr neu seid, lasst natürlich gerne ein Abo da. Wenn ihr hier keine neuen Skins in Fortnite verpassen wollt, wenn ihr jeden Tag meine Meinung dazu hören wollt, dann ja, einfach kurz runter scrollen und jetzt abonnieren. Ist kostenlos. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt noch einen spannenden Tag. Tragt gerne noch schnell den Creator-Code Snoxy ein, wenn ihr mich supporten wollt. Ist auch kostenlos und einfach nur kurz Snoxy dort eintragen. Auf Ehre. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein. Ciao.